Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call Online. Weil ich doof bin, spreche ich das inzwischen zum dritten Mal ein, weil ich doof bin. So, der gute Fabian kommt vielleicht später noch dazu. Bis dahin sind wir alleine und ich würde sagen, wir machen ein paar Quests. Ich habe schon was angenommen, wie gesagt, ich mach's gerade zum dritten Mal. Zuerst habe ich voll den Faden verloren, danach bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin doof. So, wir müssen nach Temp. Um von dort aus übers Zelt nach D3 zu springen. Und von dort aus dann, wenn ich ins C3 gehe, kann ich vielleicht mehrere Quests annehmen. Warte mal. Noch ist alles im Rahmen, noch ist alles im Rahmen. Ganz ruhig. Der doofe YouTuber und Streamer macht das schon. Und wirklich doof, ne? So wie ich mich hier gerade anstelle. Wie die letzten Menschen so. So. Jetzt aber. Ja, ja. Und dann hier hin. Sieht ganz gut aus. Kann ich auch gerade noch die beiden hier reinmachen. Und daran seht ihr, liebe Freunde, das ist alles live, was hier passiert. Nichts aus der Dose, wirklich alles live. Wenn der doofe Typ irgendeinen Scheiß von sich gibt oder man wird über die eigene Zunge fliegt, na, dann liegt das nicht daran, dass es alles geplant ist. Nein, das ist alles live. So. Kein Problem. Ich meine, die Leute auf YouTube, die sehen das nicht, weil bei YouTube denke ich mal schon so ein bisschen... Es muss nicht perfekt sein, aber so blöd wie ich manchmal bin, das muss keiner sehen. Nicht auf YouTube. Weil es ist ja aufgenommen und aufgenommen heißt, weißt du selber, das kannst du wieder rückgängig machen oder es gar nicht hochladen. Aber was live ist, ist live. Und sprich die Leute auf Twitch, die gerade zuschauen, die durften meine elendige Dummheit gerade ertragen. Ich hoffe, es ist okay für euch, Leute. Da wollte ich auch gerade mal einen Skill testen. Ich hoffe, wir haben nicht zu viele Lags. Wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Oh fuck, ich bin eingekreist. Das einfach geleckt hat gerade. FPS-Einbruch des Todes gehabt hier. Das wird nicht reichen. Okay, ich glaube, ich sterbe, ich bin tot. Verdammt. Ah, ich hasse mich! Okay, warte mal, ich gehe mir gerade mal was holen. Soll ich nochmal ein viertes Mal anfangen? Und sagt ja, alle guten Dinge sind 3 und 4 gewinnt? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir fangen noch ein viertes Mal an. Weil das war jetzt gerade wirklich peinlich. Nee, komm, scheiß drauf. Ist es passiert, ist so im Kasten, was soll's. So. Gut, nichtsdestotrotz hole ich mir ganz kurz neue Buffs. Und ich könnte mir ganz kurz hier so ein Wasser reinpfeifen. Wie peinlich war das gerade, bitte. Aber zu meiner Verteidigung, es hat gerade geruckelt wie Hechtsuppe, okay? Das eine Mal war ich mittendrin, das andere Mal, naja... Da kam ich nicht mehr raus. Aus der Nummer kam ich gerade nicht mehr raus. Geben wir dem auch noch gerade Buffs hier. Kein Problem. So, dann nochmal nach Temp. Nochmal ins D3. Und diesmal bitte professionell. So.
Gut. Aber hey, so ziehen wir das Let's Play in die Länge, das finde ich gut. Mein Gott, was war das gerade für ein Epic Fail, ey. Das war jetzt gerade wirklich episch daneben. Ich hoffe, das sieht keiner. Also wirklich. Oh mein Gott. Reingehen, sterben, rausgehen. Was war da bitte gerade los, Stream Chat? Was war da los? Mal gucken. Graphics Settings. Ich habe zwar hier knapp 60 FPS, aber es kommt mir nicht vor, als ob es ansatzweise flüssig wäre. So eine Aktion bräuchte halt irgendwie einen Heiler, ne? Ich weiß, Counter-Fenster funktioniert. Meistens auch ganz gut. Aber der Schaden ist halt echt noch ein bisschen low, ne? Mit einem Crit machen wir 300 Schaden, mit einem Normal Damage 69. Ja, gut, ne? Das reicht, um die Viecher ansatzweise zu kratzen. Hinzu kommt, dass ich die Dinger nicht wirklich aushalte. So, okay. Haben wir getestet. Das wollte ich eigentlich gemacht haben. Bevor ich mich auf die Fresse gelegt habe. Gut. Haben wir das auch mal gesehen, ne? Also ich würde jetzt ganz gerne jedes Level, den Skill so ein bisschen testen und gucken, was verändert sich, ne? Einfach damit man das auch mal gesehen hat und so. Wo liegen die Unterschiede bei Counter-Offensive? Inwieweit wird er besser? Von Stufe zu Stufe. Den müsst ihr nicht hinkriegen. Jupp, Hammer. Wunderbar. Das Hammer, der Hammer, du. Okay. Warte, ich nehme mir gerade mal wieder ein paar. Das frisst zwar Mana wie das kracht, aber das ist eigentlich ganz cool. Okay, ich glaube, das überlebe ich nicht. Warte mal ganz kurz. Juhu, 260 Schaden. Und mega auf die Fresse. Okay, wieder zwei Typen weg. Immer einer. Okay, warte mal. Ich brauche diesen Skill. Und ein bisschen Abstand. Hast du gehört? Ich möchte mich distanzieren. Lieber Herr Hulkless, Doggy Beavis, Chromas Gedöns. Ne? Wie viel haben wir jetzt schon? Okay, 20. Gerade wenn man das alleine macht in dem Levelbereich, finde ich, ist es irgendwie schwieriger, ne? Zumindest wenn man nicht die Klamotten hat. Warte. Da liegt irgendwas. Mit irgendwas meine ich, ist es sehr nützlich, dies zu haben. Eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. So, warte, ich konzentriere mich gerade ein bisschen. Damit sowas wie eben nicht normal passiert.
Ihr wisst es, ja? Warte, Skill ist geradeaus. Ich muss mal ganz kurz in die Runde laufen. Nee. Machen wir den kleinen Counter hier nochmal an. Den großen kleinen, ne? Ich muss mal nach HP gucken, ne? 476! Läuft bei mir! Okay, 446, das kann ich noch unterbieten, irgendwie. Ja gut, das hätten wir geschafft, gerade so. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu unvorsichtig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Okay, gerne. Sehr, sehr gerne. Welches Level hat die? 63, so wie ich. Oh ja, cool. Hat die besseren Klamotten an. Aber das macht ja nichts. Ich kann da ein bisschen mit draufheizen. Wird zwar nicht so viel bringen, aber... Ich denke mal, auch kleine... Unterstützung ist Unterstützung. Momentan bin ich so ein bisschen der Noob hier. Warte. Eigentlich wäre es ganz sinnvoll, wenn ich Counter-Offensive machen könnte, aber der ist ja zu klein, den man gesehen hat. Triggert nicht oft genug und macht nicht genug Schaden. Hallo, ich möchte ganz gern Spin Attack und so. Nice. Wie schnell das gerade fertig war, hast du das gesehen? Nicht schlecht, ey. Kann man mal kurz Mana trinken hier. Dann flitzen wir mal ganz kurz hinterher, weil ich glaube, sie macht die gleichen Quests wie ich. Bin mir ziemlich sicher. So. Oder? Mal weg ist sie. Wahrscheinlich war sie schon fertig oder so, kein Plan. Egal. Mit den Crows, das war gerade schon ziemlich cool, muss ich sagen. Das ging relativ zügig. Das ging relativ zügig, das hat Spaß gemacht. Warte. Mal ganz kurz hier eine Runde laufen, bevor ich wieder irgendwas mache. Skill hat Cooldown, ne? Und zu der Zeit, wo diese Folge rauskommt, nämlich, wenn ich es hinbekomme, was ich hinbekommen werde, denke ich, Sonntag, wird das Projekt Cold Mystery, also den Typen, den du hier gerade zufällig auf YouTube guckst, vielleicht auch auf Twitch, ein Jahr alt. Jawohl. Wir machen diesen Käse seit einem Jahr und ich bin nicht sehr stolz drauf. Genau genommen, der Jahrestag ist der 7. April, also Samstag, an dem Tag, an dem wir es gerade hier aufnehmen. Diese Folge kommt aber direkt am 8., von dem her, ja, 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 nicht so schlimm. Ich hätte jetzt gehofft, dass die Mage mich ein bisschen mitzieht, ne, mit ihren Flächenskills, das wäre echt klasse gewesen. Dann wäre das sehr schnell gegangen. Also gerade als Mage und als Schamane hast du es hier sehr einfach, die Quests zu machen.
Aber alles andere, wo ein bisschen auf Single Damage aus ist, ist ein bisschen schwieriger durchzukommen. Finde ich zumindest. Aber das macht nichts. Wir kommen hier auch irgendwie durch. Es fehlt noch etwas mehr die Hälfte. Etwas mehr als die Hälfte. Mann. Satzknoten. So, einige Stellen, die ich hier aufnehme, werdet ihr später auch noch in einem anderen Video zu sehen bekommen, welches ich gerade am Machen bin. Das Ganze wird nämlich eine Art Best-of-Video, nenn es Abonnenten-Special, nenn es ein Jahr Special-Rückblick-Gedöns, nenn es einfach nur Hallo 2018, Mitte April. Aber es soll mal ein Special-Ding kommen. Frohe noch gut zum jetzigen Stand, 7. April. Ist doch April, oder? Oder bin ich zu doof? Nein, ist April, okay. Fehlen mir noch 2 Minuten Videomaterial und einige Stellen, die heute entstehen, könnten es ins Video schaffen. Also gerade diese Stelle, wo ich am Anfang gestorben bin oder sowas. Nein, ich bin nicht gestorben. Ich habe bloß hier grandios posiert. Sowas könnte ins Video kommen, also... Ne? Nicht wundern. Ich sauf gerade mal hier einen rein, und zwar fürs Mana. Ich bin nämlich gerade im kräftigen Mana verheizt mit den Countern und so. Das einzig Gute an Counter Offensive derzeit ist, er ist nahezu kostenlos mit 80 Mana. Das bezeichne ich als nahezu kostenlos. Aber er ist nicht nur kostenlos, nein, er ist sogar umsonst. Wie, fragst du dich? Naja, wenn du ihn benutzt, völlig umsonst. Bringt einfach nichts. So, um auf diesem G1-Skill nicht weiter rumzuhacken, der noch ein bisschen stärker werden muss, machen wir mal weiter hier. Weiter mit munterem Mana verbraten, ne? Kennt man ja. Also Killspeed an den Tag legen. Killspeed ist gut, Killspeed ist wichtig. Ich mag Killspeed. Und vor allem mag ich eines am Killspeed, wenn er reibungslos erfolgt, ohne dass Leute sich dabei selber umnieten. So wie ich das noch nie getan habe. So. Kommst du mal rangelegen, ne? Hier kriegen sie auf die Nase. Mein Handy will irgendwas. Ich weiß nicht, was es will. Wahrscheinlich mich einfach nur nerven oder so. So. Wie viel brauchen wir noch? Ah! Frage hat sich gerade übrig. Okay. Finde ich auch gut. Das finde ich auch gut. Ich frage mich nur, wieso der Game-Sound heute so leise ist im Vergleich. Sonst hat der mal mehr Bums gehabt. Keine Ahnung, was da los ist. Keine Ahnung. Ich will mich ja nicht beschweren, aber... Das sind die besten Aussagen, wenn du irgendwie etwas sagst und direkt im Anschluss ein Aber ranhängst. So, ich will mich ja nicht beschweren, aber... Oder ich bin ja nicht rassistisch, aber... Oder was gibt's noch? Was gibt's denn noch? Ich bin ja nicht geldgeil, aber... Und hat doch so ein Gedöns, ne? Das sind immer die besten Aussagen, wo ich mir echt denke, Junge, komm mal klar. Komm mal klar, Junge. So. Ich stelle das Zeug gerade mal hier ab, das brauche ich gerade nicht. Okay, ein Raum voller Viecher. Und ich mitten drin. Das kann ja nichts werden. Okay, merke eins, ich kann sie mit dem Spin nicht ganz one-hitten. Das ist erstaunlich. Das ist durchaus erstaunlich.
Aber was willst du machen, ne? Dieser Doggybee geht mir vor allem auf die Nerven, ey. Wie der einfach jedes Mal hier wieder spawnen muss. Kann er nicht woanders spawnen? Ich habe ja nichts gegen Doggybees, aber kann der nicht woanders spawnen? Ja, oder so eine Aussage, ne? So. Gut. Oh, 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 oh. Ich bin so tot. Ich bin ziemlich tot. War nett mit euch. Tschüss. Tschüss. War echt nett. Ich mein's ernst. Okay, ja. Überdramatisiert as fuck, ne? Ich will ja kein Drama veranstalten, aber das war jetzt gerade wirklich knapp. Warte. Machen wir gerade mal den hier. Das Gute ist, ich kann hier schön Mana sparen, die Händen. Das feiere ich ein wenig. Ich frage mich, ob die Mage immer noch spielt, ne? Weil wir sind immer noch in Party und so. Ich meine, ich frage für einen Freund oder so ähnlich, aber. Muss ja keiner wissen, wa? Ne? 19 von 50 finde ich ganz adäquat. Warte mal. Ich hätte immer so ein oder zwei Viecher hätte ich gerne. Das kann ich, denke ich, ganz gut aushalten. Okay, drei nehme ich auch noch. Drei nehme ich auch noch, mit Beheaden natürlich nur. Mal, fällst du jetzt mal um, Kollege? Danke.